Scheiß verklebte Dübelkacke, ey. Das ist hier noch der Rest der Wand, die ich gerade rausgeholt habe. Wo packe ich denn den ganzen Scheiß überhaupt hin, ey? Alter! Oh mein Gott! Moin! Im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie ich den Hubtisch ausgebaut habe und die beiden Stühle rechts und links an der Seite. In diesem Video werde ich euch jetzt mal zeigen, wie wir uns um die Schränke hier kümmern. Hauptsächlich geht es um diesen Schrank hier und es geht natürlich dann um diesen Schrank und natürlich auch um diese Küchenzeile. Und ja, ich werde versuchen in diesem Video das Zeug so gut es geht rauszubekommen, damit ich endlich anfangen kann, hier ordentlich zu planen im Krankenwagen. Und ich habe schon angefangen, hier so ein bisschen was freizuräumen. Ich habe zum Beispiel die linke Tür schon abgeschraubt, die rechte Tür hängt hier noch dran. Und es ist so, dass diese Schränke hier mit der Karosserie, also beziehungsweise diesen Wänden hier, verschraubt sind. Das heißt, hier sind überall kleine Schrauben, die sehen so aus. Die gehen also direkt hier in die Seitenpaneele rein. Und genau, die sind vorher abgedeckt mit so einer kleinen Kunststoffkappe. Das heißt, im Prinzip seht ihr vorher nur so weiße Nupsis. Damit sind die Schrauben abgedeckt. Die macht ihr ab und dann könnt ihr die Schrauben rausschrauben. Und ich werde jetzt einfach mal systematisch vorgehen, hier alles nach und nach abzuschrauben. Hier war noch eine Steckdose, die habe ich schon entfernt. Ich habe das Ding hier noch gefunden, wobei ich hier irgendwie schwierig an die Schrauben komme. Da muss ich mal gucken, was ich mache. Vielleicht zerstöre ich die Dinge einfach, damit ich dann da an die Schrauben dran komme. Ja, und dann wird es so langsam aber sicher weitergehen. Ich habe leider hier noch ein bisschen Chaos drin. Das muss ich gleich erstmal ein bisschen zur Seite schaffen, damit ich dann hier weitermachen kann. Aber im ersten Schritt werde ich mich auf jeden Fall erstmal um diesen Schrank kümmern. Aber ich glaube, das wird nicht die größte Herausforderung. Ich habe hier oben schon eine kleine Blende abgenommen, wo ganz viele Kabel lang sind. Da habe ich natürlich dann wieder gedacht, scheiße, wie soll ich denn das alles verkleiden? Aber ich werde mal gucken, was ich effektiv von den Kabeln drinnen lasse und versuche dann mal so ein bisschen zu forschen, was das für Kabel sind, wo die hinführen und ob ich die gegebenenfalls einfach abknipsen kann, so kurz vorm Kabelkanal, der nämlich hier hinter den Lichtpanels quasi langführt, bis nach vorne hin und dann eben Richtung Fahrersitz geht, da wo eben die ganze Steuerelektronik ist. Ja, mal gucken, wie das so wird. Ich nehme euch mit, viel Spaß beim Schauen. Also, ich habe jetzt die ganzen Sachen rausgeschraubt. Mehr Schrauben kann ich jetzt nicht finden. Ich denke mal, dass, also so wie es hier aussieht, dass diese beiden Querteile mit Dübeln von der Seite reingesteckt sind. Das heißt, von unten das Brett rausklopfen geht halt nur mit krasser Gewalt. Ich glaube, dass es Sinn macht, dass man erst die Seitenwand löst, denn da sind ja die Dübel reingesteckt. Das heißt, jetzt mit ein bisschen Gewalt hier gegen. Hier oben und an der Seite ist die Wand verklebt. Da könnt ihr einfach mit dem Cuttermesser hingehen und den Kleber oder das Silikon oder was auch immer das ist, anschlitzen und einfach dadurch lösen. Geil wäre vielleicht auch so ein Schneidedraht oder sowas, wie man den von Fensterscheiben kennt, dass man den da so durchziehen kann. Ich guck mal, vielleicht klappt es mit dem Messer. Und genau, dann kann ich die Seitenwand lösen und dann kriege ich wahrscheinlich auch die beiden Bretter hier raus. Ja, soweit zur Theorie. Mal gucken, ob es klappt. With me, you can slide with me if you feel like 550 on the fast sticky. Come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like 550 on the fast sticky. Come get high with me, that's a deal, right? So, da stellt mir natürlich direkt die nächste Frage: Wo packe ich denn den ganzen Scheiß überhaupt hin, ey? Was ein Rotz. So sieht das dann quasi hinter der Wand aus. Weil hier natürlich Kabel lang führen, ist hier noch ein kleiner Spalt. Ja, und das ist hier noch der Rest der Wand, die ich gerade rausgeholt habe. Und hier hinten ist es halt echt einfach nur verklebt, also ganz, ganz easy. So, jetzt würde ich sagen, hole ich eine von den Wänden, wahrscheinlich die obere. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen mit der Elektronik, da liegt noch Elektro... Hier muss ich ein bisschen aufpassen mit der Elektronik, da liegt nämlich noch Zeug drauf. Aber easy. Scheiß verklebte Dübelkacke, ey. That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? Das ist ganz, ganz große Kacke. That's a
Alter, ich habe gerade gesehen, da oben sind noch Schrauben drin. Deswegen geht das Ding nicht raus. Coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Hate applying my elimination. Gotta go to Google for the information. I'm a superstar, so I gotta shine. Top dollar be the bottom line. Bottom feeding niggas out of line. Turn your heart rate to a dotted line. Yeah, my zodiac probably dollar sign. Got the energy to win it, my nigga, I'm feeling great. Got a date with destiny, focusing on my fate. I don't give a fuck what you rapping, you been a fake. Es ist vollbracht. Der Schrank ist draußen, liegt jetzt hier quer, unmotiviert im RDW. Nein, im Krankenwagen rum. Krankenwagen, ganz wichtig. Und ja, genau, das ist jetzt alles draußen. Witzig war noch, die Bodenplatte, die hier unten liegt, die war auf dem Boden verschraubt. Das ist erstmal nicht so wild. Da ist so eine Metallplatte drauf, wo die Gasflaschen, beziehungsweise die Sauerstoffflaschen, auch Gas wäre schwierig, also die Sauerstoffflaschen wären. Und die wird abgeschraubt. Dann kann man die Schrauben am Boden entfernen. Das Witzige ist nur, dass die Seitenwände erstens hier dran geklebt sind und zweitens noch verschraubt sind mit der Bodenplatte von unten. Das heißt, da lassen sich leider nur mit rohen Kräften und viel Gewalt die Dinge rausreißen. Das heißt, ich hätte hier einen wenig gebrauchten, voll funktionstüchtigen Schrank abzugeben. Wer Bock hat, schreibt mir eine PN. Oder auch nicht. Jetzt sind gerade Mike und Lima gekommen, lustigerweise. Und Mike hat noch nicht trainiert, hat er gesagt heute, und hat jetzt die Motivation, da vorne die Küchenzeile rauszureißen. Das heißt, ich steck den da jetzt einfach rein, mach die Tür zu und gehe mit Lima Kaffee trinken. Also Leute, wir haben ja gerade gesagt, wir bauen jetzt die Küchenzeile raus. Das bedeutet, wir werden jetzt erstmal alle Schubladen hier rausbauen. Die sollen ganz bleiben, denn da sind natürlich noch funktionierende Scharniere und so weiter dran. Und die Schubladen habe ich auch schon jemand versprochen, die wird er dann einfach irgendwann die Tage abholen. Das heißt, die holen wir erstmal raus, schrauben die Scharniere raus und so weiter. Dann sehen wir sicherlich auch, was dahinter ist, also entsprechende Schrauben und so weiter, weil das wird sicherlich auch wieder irgendwo hier an der Rückwand und so verschraubt sein. Und ja, hier ist ja so ein elektronisches Fach, was irgendwie da noch raus muss, genauso wie hier. Und hier wird es auch noch spannend, denn hier ist ja die Heizung drunter. And I have no idea, wie das funktioniert. Aber egal, das werden wir gleich sehen. Mike regelt so hart. Also jetzt ist hier gerade so ein bisschen Harakiri und Chaos angesagt. Wir reißen jetzt einfach parallel alles raus, was irgendwo geht. Der Mike ist gerade an dem Ausziehschrank hier dran. Wir haben die Schubladen schon raus soweit. Ich habe hier gerade so die Rückwandschrauben gerade abgemacht, beziehungsweise bin dabei. Und ja, ich dokumentiere das einfach so ein bisschen. Aber es gibt da nicht viel zu erklären, außer alles muss irgendwie raus. Übrigens, wer will, den Mike kann man auch buchen für Abrissarbeiten. Ich verlinke euch mal das Insta-Profil unten drunter. Alter! Ey, so viel Aggression könnt ihr im Leben nicht aufbauen. Yeah.
So, der Rind ist jetzt auch gerade noch dazu gekommen, Mr. Good Life Camper, und zusammen mit Magic Mike. Ich wollte mich nicht aus. Mad Mike. Sind die Jungs jetzt hier richtig am Gas geben. Ohne die Hilfe wäre komplett aufgeschmissen. Also da gehört halt schon noch echt Kraft dazu. Die habe ich halt einfach nicht. Ja, Mann. Wo rohe so. Kräfte sinnlos walten. Ja, sind die beiden Jungs am Oh, mein Dominik mal verarscht. Ich geh mal kurz hin. Ich glaub niemals. Sondern der guckt jetzt einfach auf den Video. Junge! Hammer! Lass mal zum Dominik gehen. Ja, da ist noch eine Schraube dran. Wo ist eine Schraube? Da hinten, aber ja. Thema. Ja, da hinten ist halt dran. Ah, okay. Ja, die konnte man gar nicht sehen. Nee, ist echt so. Die war zu. Ja. So Leute, also der Mike und der Rilland, die sind wie die Gestörten, wie so ein tasmanischer Teufel hier durchgerannt und haben einmal alles komplett zerstört. War ja auch irgendwo das Ziel, also jetzt ist halt hier alles frei. Also hier sieht es zwar gerade aus wie Scheiße drin und hier ist halt mega das Chaos, aber das muss ich morgen zum Bauhof bringen. Und ja, jetzt kann ich mich dann irgendwann mal hier mit dem ganzen Kram auseinandersetzen. Alter, hier kommt die Klima her, gell? Okay. Ja, genau. Damit kann ich mich dann auseinandersetzen. Wir wollen jetzt nochmal gucken, wie dieser Kasten hier aufgebaut ist. Ob man den eventuell auch rausmachen kann, beziehungsweise verkleinern kann. Und, ja, ich glaube, dann steht heute nicht mehr so viel an, hä? Aufräumen. Aufräumen. Und Bier trinken, würde ich sagen. Ja. Geil. Bier trinken, Essen machen. Ja. Weiter planen, scheiße labern. Das, was man halt so macht. Same like every day. Geil. Ey, Mike, vielen, vielen Dank für deine grandiose Hilfe. Das ist echt. Ohne dich wäre ich morgen wirklich. Fertig. Morgen? Maybe. Übermorgen? Zwei Wochen? Keine Ahnung. Der Rinder hat auch noch mitgeholfen. Ja, ohne stimmt. Den hätte ich die große Platte nicht in einem abbekommen. Die habt ihr echt in einem rausgerissen? Ja. Das ganze Ding in einem? Ja, fast. Ja, da warst du doch noch hier. Das hast du doch gefilmt. Nee, das habe ich nicht gefilmt. Ach, das da hinten. Ja, den hohen Schrank haben wir fast in einem rausgenommen. Hammer. Hammer. Junge! Ich bin alle so. Wow. Und ich so. Ah, das Foto ist unscharf. Wolltest du das so, was ich hab gerade so an die dran gehangen. Solange ich nicht runterkomme, kannst du weitermachen. Yeah. Die Idee war ja tatsächlich, dass man eventuell das Ding einfach kleiner macht oder vielleicht sogar rausschmeißt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ganz geil, eine Klimaanlage im Auto zu haben, die während der Fahrt auch funktioniert. Das heißt, ich kann während der Fahrt den Wohnraum runterkühlen, wenn es warm ist draußen. Aber das Ding nimmt natürlich unnötig viel Platz weg, wie man hier sieht. Und die Frage ist jetzt, was mache ich damit? Also ich hatte eigentlich die Vorstellung, dass ich das einfach hier abschneide. Ich dachte, da kommen nur Rohre raus und da kann ich das alles verkleinern. Aber das funktioniert ja so gar nicht, weil da hängt ja noch sau viel Scheiße dran. Was würdet ihr machen? Abklemmen? Dran lassen? Findet ihr das gut? Findet ihr das scheiße? Haut's mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Würde mich interessieren, weil für auf die Schnelle habe ich jetzt eh keine Lösung dafür.
Also das mit der Klimaanlage war auf jeden Fall nix. Wichtig war aber nur, dass wir die Schränke ausgebaut bekommen. Und das haben wir alles geschafft. Also der Schrank hinten links ist weg, dieses kleine Ding in der Mitte ist weg und diese komplette Küchenzeile an der Front ist weg. Und jetzt habe ich einen riesengroßen Wagen, der aber erstmal mit dem ganzen Scheiß, der hier steht, wieder vollgemüllt wird, damit ich dann morgen früh zum Bauhof fahren kann, in der Hoffnung, dass ich das Zeug da entsorgen kann. Wie gesagt, die Schubladen und so, die haben schon einen neuen Besitzer. Die Stühle sind immer noch zum Verkauf. Bis jetzt hat sich keiner gemeldet. Vielleicht passiert das ja bis dahin noch. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Video wie ich. Die Jungs sind echt richtig chaotisch, aber es macht richtig Bock mit denen. Und ohne die beiden wäre ich echt komplett aufgeschmissen gewesen. Also vielen, vielen Dank auch nochmal an der Stelle. Checkt auch gerne mal den hier Instagram-Account. Verlinke ich euch alles unten in der Beschreibung. Denn die beiden haben auch ziemlich coole Vans. Wie ihr da hinten seht zum Beispiel. Der Ducato gehört dem Mike und den Crafter vom Rillen kennt ihr ja. Und ja, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, ja, geht's irgendwie anders weiter im Krankenwagen. Ich weiß den nächsten Schritt ehrlich gesagt noch nicht. Aber kriegen wir hin. In diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss mit Öl.